Tanja Makarik ist nach der Trennung von Julian Klaassen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Eine neue Bleibe hat sie noch nicht. Nach Trennung von Julian Klaassen, Tanja hat keine Wohnung. Nachdem es bereits mehrfach bei Julian Klaassen, 30, und Tanja Makarik, 26, gekriselt hat, scheinen die beiden nun endgültig getrennt zu sein. Die ehemalige Schwimmerin ist bereits vor einiger Zeit aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Gerade einmal ein paar Monate hatten sie darin zusammengelebt. Eine neue Bleibe hat Tanja jedoch noch nicht, wie sie jetzt nach einer kurzen Netzpause offenbart. Ich stehe hier in der Küche von meiner Schwester und meinem Schwager, weil ich kein Zuhause habe. Ich darf hier bei denen wohnen, weil ich sonst ja nirgendwo hin kann, berichtet Tanja bedrückt. Ich bin so glücklich darüber, das ist so ein Glück im Unglück. Tanja ist auf Wohnungssuche. Tanja scheint noch immer sehr unter dem Liebesaus zu leiden. Es ist verrückt, es sind mega viele Veränderungen auf einmal und ganz plötzlich, erzählt sie traurig. Aktuell ist die 26-Jährige erstmal auf Wohnungssuche. Ob sie schon etwas in Aussicht hat, ist unklar. In ihrer Erzählung wird aber deutlich, dass sie auch nach der Trennung auf Social Media aktiv bleiben möchte. Auch Einblicke in ihre neue Wohnung möchte sie ihren Followern dann gewähren. Warum Tanja und Julian sich getrennt haben, ist indes weiterhin unklar. In einem Statement erklärte der YouTuber lediglich, wie viele bereits mitbekommen haben, habe ich die Bilder mit Tanja gelöscht, wir haben uns einvernehmlich getrennt.